So, Mahlzeit. Job wieder hier. Weiter geht's. Ich habe ja in dem ersten Video, am Ende des ersten Videos versprochen, dass ich diese Bosskämpfe oder dieses schwere Ding, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt benennen soll, aber wo ich jedenfalls da bei Welle 15 verreckt bin, wollte ich ja weitermachen. Jetzt mache ich hier weiter und dann zeige ich nochmal den, wie soll man sagen, den Forschungsbaum oder die Forschungsbäume sind eigentlich mehrere in dem Sinne. Wie man sieht, wie ihr hier schon seht, habe ich 8 Einheiten mittlerweile. Das kann man nämlich erforschen. Ich habe da nur nicht, mir ist das nicht aufgefallen. Ich erkläre auch wieso. Ich mache jetzt erstmal die letzte Welle fertig. Und, phew, ab geht's. Ich habe jetzt hier eine Verstärkung. Das heißt, ich kann nicht nur diese Felder upgraden, sodass sie dann wie hier alle Sterne haben, also mehr Schaden machen oder eben Höchstschaden machen, sondern ich kann auch einen Luftschlag anfordern. Und das werde ich. Oh, hier ist ein großer. Jetzt werde ich einen Luftschlag anfordern und zwar hier so hin. Wow, 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 wow. Das sieht schon ziemlich cool aus, muss man auch sagen. Über 200 Zombies hier. 300 Zombies, um genau zu sein. Gut zu sehen, dass der wirklich zuerst hier wegkommt. Wir sehen, er hat diesen Schutz, weil er hier am ehesten dran wäre. Hier lasse ich die einfach feuern. Ich habe halt, die haben sind alle mit Granaten ausgestattet, sind halt auf Höchststufe hier. Aber hier vorne wird es schwieriger, weil hier auch so viel kommen. Hier oben seht ihr den Counter. Ich krieg jetzt leider nicht mehr so viel Geld pro zerschossenen Zombie. Je mehr Wellen kommen, also je mehr Zombies kommen, desto weniger verdient man. Ansonsten wenn man ja relativ schnell hier Millionär. Ich glaube, das soll nicht Sinn der Sache sein. Diese recht widerstandsfähig hier jetzt. Das ist die letzte Welle. Immer noch über 200 Zombies. Muss auch mal ein bisschen gucken, ob da nicht noch ein paar größere kommen dann. Hier ist einfach nur Feuern angesagt. Die Kiste werde ich mir nicht holen, denn die haben genug Granaten. Ich könnte das ja alles mal ein bisschen schneller laufen lassen. Aber nur kurz, nur kurz. Wie seht ihr vorne weg? Da wird man ein bisschen taub. Oh ja, ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen zu laut, weil ich trotz, obwohl ich das relativ leise gestellt habe, das Geballer relativ laut ist. Jetzt mal noch ein bisschen leiser, das höre ich einfach gar nicht mehr. Das sieht natürlich auch recht witzig aus. Ba, 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 ba. So, wir haben schon fast die Hälfte weg. Ich glaube, jetzt kommt auch kein großer mehr. So, die Kisten bleiben offensichtlich liegen. Ich konnte hier einfach weitermachen, ohne dass ich was gespeichert habe. Das wurde automatisch hier gespeichert. Ich habe also bei der 15. Welle schon angefangen. Es empfiehlt sich auch, wie man sieht, dass man es schneller macht, wenn man die gut positioniert hat. Wie gesagt, ich habe jetzt 8 Einheiten. Die sind mit am besten ausgestattet. Hier habe ich nicht so einen Schutz, weil die Zombies immer hier zuerst lang kommen, weil er weiter vorne steht. Eigentlich relativ stupide in dem Sinne, aber irgendwie macht es ja trotzdem Spaß. Man will ja auch erforschen, man will weiterkommen, das ist ja so in jedem Spiel. Okay, es scheinen keine großen mehr zu kommen, jetzt einfach nur noch Welle um Welle. Jetzt haben wir auch fast alle Zombies weg. Und ich werde gleich noch ein bisschen was erklären. So, normal laufen lassen. Das sind die letzten beiden. Da ist der letzte Zombie. Den gucken wir uns noch in Echtzeit an. Die haben jetzt eigentlich nur. Eigentlich habe ich nur 3 Ränge. Der Stern wäre der vierte. Wird aber noch um 1 erhöht, weil die ja in der aufgewerteten Zone sind. So. Ich könnte jetzt weiterspielen. Wenn man weiterspielt, kommen noch ein paar Wellen dazu jedes Mal. Die man noch. Ich weiß nicht. Ich hatte jetzt das 2-mal schon gemacht. Nicht hier, aber in anderen Zonen, wo ich schon war, die kann man ja immer wieder spielen. Und wenn man sie weiterspielt, dann kriegt man, da kommen noch extra 4 oder 5 Wellen dazu, kriegt man so einen Stern. Wofür die sind, weiß ich noch nicht genau. Es kann aber sein, dass man die natürlich immer wieder spielen muss. Also man bekommt jetzt nicht, sagen wir mal, wenn jetzt eine Karte 5 Wellen hätte und das kommt noch 5 dazu, muss man wahrscheinlich dann danach 15 machen. Gehe ich mal von aus. Soweit habe ich es noch nicht gemacht. Ich habe jedes Mal nur weitere Wellen gespielt. Einmal. So, End the Mission. Wir haben 12.000 verdient. Das ist doch besser als gar nichts.
So, jetzt erkläre ich den Baum. Also allzu viel. Ich hatte nicht rausgezoomt, dadurch habe ich viele Sachen gar nicht gesehen, wie zum Beispiel hier die Teamgröße, dass man hier die Teamgröße erhöhen kann. Hier bin ich gar nicht raufgegangen, deswegen hatte ich immer nur drei Einheiten. Und deswegen wurde es auch unheimlich schwer. Hier kann man die Ränge zum Beispiel erhöhen. Da fehlt jetzt noch der maximale Rang auf 4. Das heißt, wenn sie aufgewertet werden, weiß ich nicht, ob dann sozusagen, also die Zonen aufgewertet werden, in denen sie stehen, ob dann ein fünfter Rang dazukommen würde. Teamgröße 32, dazu fehlen mir noch ja, knapp etwas über 6000. Ich habe Teamgröße jetzt auf 8, das ist auch schon ziemlich gut. Zonenlevel 2. Erhöht die maximale Zonenlevel um 2. Das heißt, man müsste sie, wenn sie da stehen bleiben würden, nicht extra noch upgraden. Wahrscheinlich wird es dadurch teurer. Dann haben wir hier natürlich obligatorischen Schaden der jeweiligen Einheiten. Kann man noch Sachen dazu erforschen, beispielsweise 8 Granaten hat oder mehr Dynamit. Oder natürlich auch hier weiter unten, dass die Sachen mehr Schaden machen. Der jeweilige Waffenschaden, dass sich der Schaden erhöht. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Ich glaube, das nehme ich auch gleich. Was aber hier interessant ist, hier kommen natürlich noch die Vorratskisten, dass das ein bisschen häufiger kommt. Hier, man kann den Verdienst erhöhen. Da er sich sowieso senkt, je Welle, also je mehr Zombies kommen, desto geringer ist der Verdienst, klar, weil das wird ja sozusagen ausgeglichen durch die Anzahl der Zombies dann. Kann man hier also den Verdienst erhöhen? Also Verdienst fast nochmal um die Hälfte dazu. Würde 15.000 kosten, hätte ich ja fast. Aber ich nehme erstmal hier den Verdienst um plus 35%, nehme ich gleich. Dann kann man eingeben, dass man schon mit 600 startet und man kann sich selbst einen Kredit nehmen. Das heißt, man kann ins Minus gelangen und das wird dann ausgeglichen durch natürlich die Tötungen, die man macht. Falls man gleich am Anfang, steht dann auch da, mehr Einheiten braucht. Sagen wir mal, man hat ein Guthaben von so wie ich jetzt hier mit 300, fängt man an. Dann kann man hier, wenn man hier erforscht hat, kann man also, gibt man die 300 aus und kann nochmal mit Minus bis ins 500er Minus reingehen. Muss natürlich ausgeglichen werden, ist klar. Also muss man dementsprechend viel wegscheuern. Ich gehe jetzt also hier, kann man noch die Rangkosten verringern. Das wird ja doch dann relativ teuer. Aber ich nehme jetzt erstmal erhöhte Verdienstmöglichkeiten. Und hier die Reichweite kann man auch noch plus um Meter erhöhen. Da reicht mein Geld natürlich nicht mehr ganz zu, aber ich erhöhe den Schaden noch. Schaden aller Waffen um 10%, das ist doch eine super Sache. Und jetzt habe ich nur 865. Wir spielen weiter. So, das Ding habe ich eigentlich durch. Da war ich ja gerade fertig. Ich weiß nicht, warum ich hier nochmal. Achso, ich habe hier keine Sterne erlangt. Aber die Sachen sind fertig. Ich zeige dann jetzt nochmal. Hier habe ich übrigens weniger Verdienst. Und ich erkläre jetzt auch wieso. All diese Missionen, die nennen sie jetzt mal so Missionen, also habe ich mit den Sheriffs gespielt. Und die Sheriffs, weil die so kleine Waffen haben, haben aber doppelten Verdienst. Durch diesen doppelten Verdienst erhöht sich natürlich auch das Geld, welches wir einnehmen. Ist ja irgendwie logisch, ne? Man kann diese Sachen immer wieder spielen, wenn man wirklich knapp bei Kasse ist oder Geld sammeln will. Man erforscht dann halt so mehr Verdienst und spielt einfach diese Sachen alle nochmal. Diese, überall, wo man mit den Sheriffs klarkommt. Ich meine, man kommt auch mit 8 Sheriffs in den weiter fortgeschrittenen Sachen klar. Hier zum Beispiel war ja dann auch. Da würde ich jetzt zum Beispiel partiell zur Hälfte Sheriffs und zur Hälfte irgendwelche anderen Einheiten nehmen. Und darf man nicht vergessen, die Sheriffs müssen natürlich auch was killen können. Das heißt, man muss vielleicht eine Reihe Sheriffs weiter oben und unten halt für die anderen Leute positionieren. Ich zeige das jetzt mal nur kurz. Ich weiß gar nicht mehr, welche Karte das war. Zurück auf die Straße. Gut, wir gucken mal rein. Ich habe das jetzt wirklich nicht mehr im Kopf. Das ist die erste Welle. Ah ja, okay. Daran kann ich mich erinnern. Die habe ich gestern ein paar Mal gespielt. Wähle eine grüne Zone aus. Ich weiß nicht, warum ich das schon machen. Ach Gott, ich habe das schon mal gemacht heute. Gut. Ich nehme jetzt mal einen Sheriff. So, schick den darüber. Ich mache jetzt hier die Seite nur Sheriffs und hier mache ich andere Einheiten. Zum Beispiel die Kalaschnikow-Freaks, weil die richtig krank sind. Die sind richtig krank. So, schick den gleich hier rüber. Hier kommen ja noch nicht so viele Zombies. Das ist eigentlich auch so ein Anfängerding. Ich weiß nicht, warum ich jetzt schon wieder. Ich glaube, ich habe mich verklickt. Vielleicht habe ich mich auch nicht verklickt. Oder Wurst. Man sieht natürlich, dass ich hier 20, 25 pro Zombie bekomme. Davor waren es, glaube ich, 13. So, erste Welle ist fertig. Gibt es natürlich nicht allzu viel Kohle.
Nein, 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 du sollst wieder zurück. Das war jetzt mein Fehler. So, diese Tesla-Typen, weiß ich nicht, halte ich nicht allzu viel von, ehrlich gesagt, bisher. So, ich mache hier noch einen hin. Und da auch noch einen. Ich gehe davon aus, dass die relativ gut klarkommen hier. Weil wenn hier welche langkommen, schießen die ja auch. So, er macht das hier alleine klar. Ich liebe diesen Typen. Also jetzt nicht physisch, aber ich finde das schon echt geil, wie das gemacht wird. Hier ist wieder mein Luftschlag. Hier, wie gesagt, das ist die Zone, damit er besser geschützt ist. Das erhöht den Schutz um 50%. Also er nimmt 50% weniger Schaden. Wo kommt noch einer? Da läuft noch einer. So, die zweite Welle ist geschafft. Jetzt kommt die dritte Welle. Da ich ja ans Minus gelangen kann, habe ich damit gar kein Problem. Hier sieht man auch, was er für. Ach nee, hier ist der Schaden eher verdoppelt. Der Verdienst verdoppelt. Gut, ich nehme jetzt noch so einen Kollegen hier. Ich mag diese Tesla-Typen nicht. Also, vielleicht muss ich den Schaden da erhöhen, dann lohnt sich das vielleicht eher. So, die können das hier fertig machen. Da haben wir eine Kiste, die hole ich mir schnell. So, er soll die Kiste zurückholen. Ich lasse das mal alles ein bisschen schneller laufen hier. So, ich kann die jetzt natürlich aufwerten. Welle geschafft. Versuche jetzt mal alle durchzumachen hier. Ich meine, klar, je weiter ihr vorstoßt, desto mehr Wellen kommen natürlich. Desto mehr habt ihr natürlich hier umzunieten. Und weil die so außen stehen hier, werde ich mal den Schutz erhöhen. Hier kann ich es noch nicht machen. Vierte Welle geschafft. Ich lasse das jetzt auf der Geschwindigkeit. So, Schutzzone, genau. Ja, ich glaube, das klappt ganz gut hier. Kann ja seinen Rang noch erhöhen. Bei den beiden mache ich das nicht, weil die haben so viel Feuerkraft, dass es eigentlich gar nicht notwendig ist. Wenn man sieht, die beiden kommen mir bestens klar, da muss ich gar nicht mehr Einheiten nehmen. Jetzt sind ja auch schon ziemlich alle Zombies weg dann. Einer ist noch, bopp, und er ist weg. Welle 6 geschafft. Ich mach das fertig und mache noch die Extrawellen. Und so spiele dann weiter. Bei denen empfiehlt sich das noch, die so zu erhöhen, also deren Rang so zu erhöhen, weil der Maximalrang nicht mal ansatzweise, also kostet weniger, als wenn ich jetzt die Zone erhöhe, den Rang da. Die Zone, den Rang durch die Zone erhöhe, so, also die 500 ausgebe, weil das Erhöhen so kostet ja nur 300. Hier sind es noch 200. So, den kann ich eins weiter erhöhen, weil er noch eine extra Erhöhung durch die Zone bekommt hier. Ja, ich weiß, ich stammel hier so ein bisschen rum, aber das Geballer macht mich auch latent irre. So, mehr geht jetzt bei denen nicht hier. Die Welle ist geschafft. Letzte Zombie-Welle. Rang erhöht. Und seinen Rang auch erhöht. Oh. Wenn man sieht, die machen wirklich viel, viel Schaden hier jetzt. Bei dem werde ich die Ränge jetzt einfach weiter erhöhen. Den kann ich noch um einen Rang erhöhen. Das mache ich auch. So, die Welle ist durch. Ich kann jetzt weiterspielen und das mache ich auch. Keep playing. Es kommt eine zehnte Welle.
Jetzt haben wir nochmal 4 Wellen extra, die jetzt dazukommen. Und wenn wir das schaffen, haben wir danach natürlich auch unseren Stern verdient. Da sind jetzt relativ viele hier. Ich werde mir deshalb vorsichtshalber noch einen Ballerfritzen dahinter. Ich glaube, ich nehme den hier. Der hat nämlich eine relativ hohe Reichweite, hält mir also ein bisschen die fern. Und den anderen Einheiten da. Ja, das funktioniert doch ganz gut. Jetzt dürfte ich eigentlich kein Geld mehr ausgeben, weil ich sonst hier gar keinen Verdienst habe. Das heißt, ich komme hier ohne Verdienst raus. 80 Zombies, das heißt, die letzte Welle wird nochmal relativ viel haben. Also, bei den kurzen Wellen, wenn es nicht so viele sind, erhöht sich das natürlich schneller. Das ist dann, also ist dann die Anzahl einer Zombie-Welle ist dann wie 3 davor. Sieht doch, was er für eine hohe Reichweite hat. Die kommen hier locker durch, mähen hier alles nieder. Das sind wirklich absolut kranke Typen. Und auch hier, die haben wir durch. Das kann man wirklich im Highspeed durch. Und wenn man das so positioniert hat und schon mal am Anfang relativ gut alles aufgestellt hat, dann muss man sich hier gar keinen Gedanken machen. Da kann man einfach ganz locker Kohle sammeln. Und bei dem Schaden, den der hier macht, das kann ich mir hier halt die weiteren Einheiten noch sparen. Gut, eine wäre eh nur noch eine möglich. Ich meine, ich überlege gerade, ob ich da oben noch eine hinstelle. Oder einfach noch die Welle weiterspiele. Nur mal, damit ihr das seht. Jetzt kommen, würden 100 Zombies kommen. Ich stelle da noch einen hin. Und zwar den letzten, den ich noch hätte. Das wäre dann er hier. Den werde ich jetzt natürlich auf. Zap. Zap. Zap, das muss jetzt reichen. Der Schaden sollte bei allen Wellen reichen. Ich meine aber, wenn ihr wirklich erforscht habt, dass ihr natürlich dementsprechend also mehr Kohle bekommt, das vielleicht schon das Maximum dann erforscht hat, und so, dann könnt ihr immer wieder, wenn ihr Geld braucht, um mehr Sachen zu erforschen, immer wieder diese Sachen hier spielen. Ihr könnt natürlich auch dann weitere Wellen machen. Ich werde mir hier mit dem mal ganz schnell die Versorgungskiste holen. Hier zurück. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich sie brauchen würde, aber... So. Ja, da war jetzt einer dieser, ich sag mal, Bosse. Oh, so wie er hier. Dem werde ich jetzt ganz normal eine Schutzzone geben. Oh, kurz, flott nochmal eine Schutzzone geben hier. Weil er halt ein bisschen weiter außen steht, so wie die beiden hier. Und jetzt kann man munter alles wegmetern hier. Das wäre auch die letzte Welle. Ich könnte natürlich nochmal erhöhen, indem ich hier die Zone nochmal aufwerte. Und auch seine Zone nochmal aufwerte. Das reicht dann aber auch an Schaden. Das ist ja nur noch ein Zombie übrig. So, die Welle ist auch geschafft. Ich habe einen Stern gewonnen. Ich spiele jetzt aber weiter. Ich glaube, wie lange würde das dauern? Sagen wir noch 6-7 Minuten. Höchstens. Brauche ich auch nicht mehr allzu viel erzählen hier. Dann gucken wir uns das einfach mal an. Ich werde jetzt kein extra Geld mehr ausgeben. Als wenn es jetzt noch heftig werden würde. Aber ich denke, die kommen hier durch. Würde ich jetzt einfach die Granaten und so wegschmeißen. Der hat gar keine Granaten. Naja, er hat doch Granaten. Nee, der hat auch keine Granaten. Irgendwer hat doch Granaten. Ey, hier. So, man sieht ja, wie locker die durchkommen, wie sie alles wegmetern. So, jetzt sieht man, jetzt gibt es nur noch 4,5 Dollar pro Zombie. Davor waren es 20. Etwas über 20. Ich meine, das ist schon wirklich ein Massaker und ich sagte ja schon in einem anderen Video, wenn natürlich, es würde krass aussehen, wenn die Leichen liegen bleiben oder zumindest ein paar Blutspritzer. Einfach nur so, sind ja Zombies, ne? So, jetzt wieder eine Kiste. Dann sieht ja, ich bin ja gleich schon, ich habe gleich schon wieder fertig hier. Und der Zähler zählt.
Ein Zombie noch übrig, nicht mehr. Ich muss halt immer nur gucken, ob irgendwo die Großen mit bei sind. Weil das Schaden ist offensichtlich ausreichend. Ich brauche ja auch nichts machen hier, weil die machen das. Die sind gut positioniert. Eigentlich recht gut geschützt. Wenn man ein bisschen mehr Geld sammeln will, würde ich auch mal ein paar Sheriffs einsetzen und dahinter solche Einheiten, wenn es möglich ist. Also irgendwo auch in der Nähe positionieren, weil die da natürlich eine höhere Reichweite haben. Klappt doch alles perfekt hier. So, die war jetzt auch schon fast wieder durch. Das wirklich in Lichtgeschwindigkeit hier beinahe. Den Luftschlag, der ist natürlich, dessen Schaden kann man natürlich auch erhöhen, kann man erforschen. Der ergibt natürlich schon Sinn, gerade wenn jetzt häufiger irgendwelche so ganz großen kommen, so Bossarten. Sieht doch gut aus hier. Kann ja mal einen Molly schmeißen. So, auch hier die Zombies sind ja fast alle weg. Ihr seht ja, der Leichenzähler geht rapide nach unten. Steigen kann er nicht, denn wollen die erklären. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich will einfach nur das hier schnell durch haben, danach kommt ja noch eine Welle. Ich hoffe, da gibt's dann noch mal richtig Asche. Aber klar, wenn man natürlich so viel ausgibt wie ich jetzt hier durch das Aufwerten der Zonen und so, wird es erstmal nicht mehr. Man kann natürlich ein bisschen Zeit investieren und einfach länger also mehrere Wellen hintereinander spielen. Extra Wellen. Wo ist die Kiste? Hol ich mich schnell. Wieder zurück. Hier irgendwo ein großer. Irgendwo ein großer. Oh, da kommt tatsächlich ein großer. Oh, der ist leider weg. Ich glaube, jetzt hau ich doch mal so einen Tesla-Typen hin. Hier. Er ist leider weg. Ich muss einfach ganz schnell wieder hier meine Kalaschnikow-Feinzis ballern. Der ist auch schon wieder weg. Alter, 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 Alter. Irgendwie muss ich hier durch. Ich muss hier ganz schnell durch. Kalaschnikow, weiter. Kalaschnikow oder Tesla. Wird schon ein bisschen knapper jetzt hier. Mach ich mal ein bisschen langsamer hier. Ne, den werde ich jetzt nicht auf. Das wäre mir zu teuer, ehrlich gesagt. So, hier schnell noch ein paar ganz normale Cops hin. Der ist auch schon wieder weg. Jesus! Ich muss mal richtig Asche ausgeben. So, wird natürlich alles ein bisschen kniffliger jetzt. Hab auch nichts anderes behauptet. So, brauche ich nur einen von denen hier. Nee. Auch schon alle wieder weg hier. Das ist natürlich. Ja, jetzt wird's knifflig. Das Blöde ist natürlich, dass die, wenn die sterben, die Ränge natürlich erstmal verschwinden. Leider. Ah, der ist auch schon wieder weg. Scheiße. Wie man sieht, ich habe eigentlich gar kein Geld mehr übrig. Ich habe jetzt mehr ausgegeben, als ich eingenommen habe. Die ganze Kohle ist leider weg. Das war eine harte Welle.
Ich will den hier drüben haben. Kann nicht mal seinen Rang erhöhen. Es sind immer noch 100. Es sind immer noch 100 übrig. Irgendwer noch Granaten oder ne, leider keiner mehr. Ehrlich gesagt kann ich jetzt auch eigentlich gar kein Geld mehr ausgeben, sonst werde ich hier nicht fertig. Ich könnte hier jetzt noch ein bisschen einen von denen hinstellen. Das muss aber schnell gehen jetzt hier. Ist egal, ich muss so durch, leider. Oh ja, ihm wird's gleich wieder dahin hauen. Ah, Schiete! Ah, komm, ein Luftschlag. Ja, viel wird es nicht sein, aber ich werde diese Welle trotz allem überleben. Meine Fresse. Hätte so schön sein können. Ich werde hier nichts verdienen. Letzte Welle geschafft. Ich habe 2 Sterne, aber ich verdiene nur 4000, weil ich so viel ausgegeben habe. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Muss man sich natürlich überlegen. Ich wusste das nicht. Ich habe nie extra Wellen am Stück gespielt. Also nur einmal, aber nicht mehrere. Da gibt es noch weitere Tesla-Soldaten. Ich habe nur 4000 irgendwas an Guthaben. Ich weiß nicht, kann ich damit noch irgendwas großartig hier... Ich würde gerne den Verdienst noch ein bisschen erhöhen. Aber ich denke mal, ich zocke jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Im Prinzip habt ihr verstanden, wie das so abläuft und so. Wenn ich alle mal wirklich fertig habe, wirklich alle mal gekauft habe, irgendwann, falls ich noch weiterspielen werde. Ich denke mal schon, ab und an, wenn ich mal reingucken hier. Dann mache ich noch mal ein Video stehen. Bis dahin erstmal viel Spaß beim Zocken. Wie gesagt, das Spiel Zombie Defense gibt es gratis bei Steam im Moment jedenfalls. Schlag zu, kostet ja nichts und ein bisschen Spaß hat man, wenn man mal ein bisschen gehirnlos mit ein bisschen Mikromanagement zocken will. Hier Tower Defense mit ein bisschen Real-Time Strategy, also Echtzeitstrategie. Ja, hätte ich jetzt nicht übersetzen müssen, habe ich trotzdem gemacht. Dann könnt ihr das machen. Und euch besorgen. Ansonsten viel Spaß. Wir sehen uns. Hören uns eher. Ja. Fahren verloren. Haut rein. Ciao, ciao.